Hallihallo und herzlich willkommen zum Aufbau eurer Siedlungen in Bannerlord, ihr Lieben. Was sind eure Siedlungen? Eure Siedlungen sind eure Städte und eure Festungen. Die einzelnen Dörfer selbst könnt ihr nicht aufbauen, aber die werden passiv durch eure Städte mit aufgebaut. Durch eure Städte und natürlich durch eure Burgen. Und zwar durch die angrenzenden. Woran seht ihr, was angegrenzt ist, wenn ihr in die entsprechende Stadt oder Burg geht? Seht ihr hier oben, welche angegrenzt sind. Ihr könnt das auch noch in verschiedenen anderen Untermenüs sehen. Warum ist das wichtig? Nun, es ist deswegen wichtig, dass ihr eine höhere Produktion erhaltet, mehr Geld, mehr Einfluss und so weiter und so fort. Wie findet ihr es? Ganz einfach, ihr geht auf Stadt oder Burg verwalten. Nun seid ihr in einem Menü, worüber ihr eure kompletten Dörfer gleich mitverwaltet. Das Ganze ist unterteilt in Projekte, das sind eure Bauaufträge, die baut ihr einmalig auf. Und in tägliche Standards, das sind Dauerschleifenaufträge, die wiederholen sich unendlich. Die treten dann in Kraft, wenn ihr nichts mehr bauen könnt, beziehungsweise wenn ihr nichts mehr weiter bauen wollt. Wie läuft der Aufbau nun ab? Was solltet ihr beachten? Nun, lest euch als erstes einmal durch, was alle Gebäude machen, das wäre sehr hilfreich. Und überlegt euch, wo liegt eure Siedlung? In unserem Fall liegt unsere Stadt sicher. Das heißt, wir können wirklich, sobald sie gut befestigt ist und ihr seht, wir haben 348 Milizen drin, können wir sagen, okay, wir wollen jetzt auf Reichtum und auf Wachstum gehen. Das heißt, wir wollen den Wohlstand, die tägliche Produktion und vor allem die Nahrung erhöhen. Weil das führt dazu, dass die Stadt wächst, das sorgt dafür, dass ihr mehr Geld durch eure Bevölkerung kriegt und so weiter und so fort. Zuerst aber einmal ganz kurz hier auf Reservieren hinaus. Reservieren ist eine Investition. Hier seht ihr, habe ich 41.000 investiert. Das ist jetzt totale Überzahlung, weil das bringt mir jetzt nichts mehr. Die Investition bringt dann etwas, vor allem, wenn ihr die Gebäude baut. Die Gebäude solltet ihr nach der Reihenfolge bauen, wie das, was ihr halt gerade in dieser Stadt benötigt. Ist es eine Grenzstadt, dann baut vor allem die Befestigungen, die Garnisonskasernen und vor allem die Milizkaserne auf. Die Milizkaserne pusht eure Milizenproduktion und ihr wollt schnell eine hohe Miliz da drin haben, dass ihr nicht wie in Warband die ganze Zeit massiv eigene Truppen reinstellen müsst. Dann wollt ihr die Belagerungswerkstatt haben, dann repariert ihr einfach eure Mauern und im Belagerer fällt es deutlich schwerer, halt eben eure Wälle einzureißen, beziehungsweise nach einer misslungenen Belagerung einfach in die Stadt einzumarschieren bei der nächsten. Das Übungsfeld solltet ihr dann erst bauen, wenn ihr selber Truppen reingestellt habt. Denn das gibt euch einen XP-Bonus auf die Garnisonstruppen, nicht auf die Milizen, auf die Garnisonstruppen, die ihr selber reingestellt habt. Ist diese Zeit dann im Frieden angekommen oder ist diese Stadt hinten im Hinterland relativ safe, dann guckt, dass ihr vor allem als erstes das Forum baut. Einen kleinen Guide, warum, habe ich schon mal unter Einfluss mitgehabt, der ist oben verlinkt. Für jede Stufe erhaltet ihr halt mehr Einfluss, den Marktplatz, dass ihr mehr Steuern bekommt, den Festplatz für eine höhere Moral, Kornspeicher für mehr Lebensmittelvorräte, Werkstätte für mehr Hämmer. Was bedeutet das? Einfach für eine höhere Produktion eurer Stadt und auch eurer Dörfer. Die Aquädukte, dass halt der Wohlstand sich schneller verändert ins Positive. Das heißt, dass ihr halt einfach mehr Geld erwirtschaftet, egal durch Karawanen oder ob durch Steuern und so weiter und so fort. Dann noch die Kalköfen und so weiter. Immer das, was ihr gerade braucht. Dann kommen wir schon direkt zu den täglichen Standards. Die täglichen Standards sind, wie gesagt, schon die Daueraufträge. Die Daueraufträge sind sehr, sehr nützlich. Aber ich würde euch erst empfehlen, die Projekte im Großen und Ganzen fertigzustellen, dass ihr einfach später dort nicht mehr die Problematik habt. Oh, da habe ich was vergessen. Ihr könnt immer mehrere Projekte auch in Auftrag geben. Aber immer nur jeweils eine Stufe. Das heißt, wenn jetzt hier alles auf Stufe 1 wäre, könnten wir hier einfach komplett durchklicken und dann würde er alles auf Stufe 2 bauen. Dann müssen wir später nochmal zurück und dann nochmal alles auf Stufe 3 bauen. Ich denke, das ändern sie noch in einem Patch, dass man alles komplett in eine Warteschlange mal geben kann. Die täglichen Standards werden dann abgearbeitet, wenn alle Bauaufträge hier am Rand ist, die Warteschlange durch ist. Ihr könnt immer nur einen täglichen Bauauftrag geben, täglichen Standardauftrag vergeben und nicht mehrere und der wird dann unendlich produziert. In meinem Fall ist das Bonus auf Lebensmittelvorräte, weil meine Stadt ein bisschen Nahrungsprobleme durch den hohen Wohlstand hat. Also die Städte balancieren sich selber. Was eignet sich vor allem am Anfang? Nun, wenn eure Stadt und eure Dörfer quasi noch keine Milizen drin haben, dann geht auf Miliz trainieren, denn das gibt euch einen Bonus auf Milizen. Überlegt mal, +1 hier,
und durch unsere Milizkaserne nochmal plus 4. Das heißt, wir pushen schon mal plus 5 die Milizen jeden Tag zusätzlich zur normalen Milizproduktion der Stadt. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt in dieser Stadt 348 Milizen drin haben, was ziemlich, ziemlich nice ist. Dann könnt ihr noch die Baukosten verringern, das erhöht euren Wohlstand. Dann könnt ihr noch Festival und Spiele, das erhöht die Siedlungsmoral. Siedlungsmoral greift auf alles so ein bisschen ein. Also je höher die Moral ist, desto besser ist die grundlegende Produktion, der Wohlstand, die Nahrung und auch eure Armeeproduktion, aber die nur sehr gering. Und Lebensmittelvorräte. Wie gesagt, meine Stadt hat Probleme mit Nahrung, also gehe ich auf Lebensmittel. So, jetzt kommen wir noch zu etwas, was die meisten interessieren wird, nämlich Gouverneure. Gouverneure können sehr wichtig sein, können aber auch komplett für den Popo sein. Warum? Ihr müsst gucken, was bringt der Gouverneur euch. Ihr seht, Anahaid, die Wanderin, hat zum Beispiel bei Gouverneurseffekte keine Wirkung auf diese Stadt. Das heißt, es wäre ziemlich sinnlos, sie dort einzusetzen. Ja, bei einer Belagerung kämpft sie zwar mit, aber da gibt es bessere Optionen als das. Aber dazu zu einem späteren Medium mal mehr. Hier eignet es sich, jemanden zu nehmen, der einen hohen Plus auf die Produktion bringt. Vor allem auf die Gebäudeproduktion, das ihr schnell hier ausgebaut habt. Da hätten wir einmal meine Frau, die Mina, schnellere Gebäudeproduktion plus 3%. Oder im besseren Falle natürlich Ataflet, weil sie bringt direkt plus 20%. Wir könnten sie jetzt drinnen lassen, aber dadurch, dass ich komplett abgeschlossen habe, diese Stadt, und schon durch bin, nehme ich sie raus, weil mich interessiert es nicht wirklich, ob sie 20% schneller auf Bewässerung plus 1 Bonus auf Lebensmittelvorräte produziert. Also das ist mir relativ egal, da setze ich sie dann lieber in neue Festungen ein. Ansonsten gibt es nur noch sehr wenig zu beachten in dem Aufbau eurer Siedlungen. Nur noch eines, achtet darauf, dass eure Siedlungen relativ safe sind. Soll heißen, guckt, dass in der Nähe keine Verstecke sind, dass eure Dorfbewohner relativ safe hier rummoven können, weil das erhöht eure Beliebtheit bei dem entsprechenden Dorf. Und dann kommt zum Beispiel sowas, aufgrund hoher Sicherheit hat sich der Ruf in dem entsprechenden Dorf verbessert. Das bedeutet, ihr könnt ohne Quests zu machen euer Ansehen dort immer mehr pushen und kommt dann so an die letzten Einheiten, die sie immer in den Städten haben, also hier hinten den letzten Troop Tree, relativ einfach ran, ohne erst Ewigkeiten questen zu müssen, was im späteren Spiel, wenn ihr viele Städte habt, sehr nervig werden kann. So ihr Lieben, das war's auch schon wieder zum Aufbau eurer Siedlungen im Bannerlord. Guckt auch morgen wieder rein, wenn es das nächste Kurzvideo und den nächsten Guide dafür gibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt mir gesund da draußen und wir sehen uns. Tschüss!